Darum lassen wir uns scheiden. Zwei Scheidungsgründe, die in jeder Scheidung und in jeder Trennung vorhanden sind. 50% der Ehen in Deutschland werden geschieden. Wahrscheinlich hast du auch diesen traurigen Prozess durchgemacht. Du hast dabei emotional und finanziell sehr gelitten. Die häufigsten Trennungs- und Scheidungsgründe sind Gewalt, Untreue, Emotionslosigkeit, Differenzen und zu wenig Kommunikation in der Beziehung. Nach jeder Trennung oder nach jeder Scheidung beschuldigen sich Partner immer gegenseitig. Du bist schuld, weil du zu viel Zeit im Büro verbracht hast. Nein, du bist schuld, weil du eine schlechte Mutter und eine schlechte Hausfrau bist. Nein, du bist schuld, weil du mit meiner Freundin geflirtet hast. In Wirklichkeit sind beide Partner, beide an dieser Trennung beteiligt. Der eine hat weniger zu dieser Trennung beigebracht, der andere mehr. Aber beide haben konsequent auf das Ziel Scheidung hingearbeitet. Meiner Meinung nach gibt es nur zwei Scheidungsgründe und zwei Trennungsgründe in jeder Liebesbeziehung. Sie sind uns nicht bewusst. Und wenn wir diese Scheidungsgründe erkennen können, dann wird unsere Liebesbeziehung langfristig glücklich und wir werden auch zufrieden und mit unserem Partner ein langes, langes Leben führen, glückliches Leben führen. Was sind das für Scheidungsgründe? Bevor wir weitersprechen, denk bitte daran, meinen YouTube-Kanal jetzt zu abonnieren, damit du interessante Themen nicht mehr verpasst. Ich bin Lina Rossmeier, ein zertifizierter Transformationscoach und ein Liebescoach für Männer und für Frauen. Besuche meine Website und meinen Instagram- und Telegram-Kanal. Alle Links sind in der Beschreibung zu diesem Video. Darum wird jede Ehe geschieden. Zwei Trennungsgründe, die in jeder Scheidung und in jeder Trennung vorhanden sind. Nach jahrelangen Berufserfahrungen auf dem Gebiet Coaching, Paartherapie, Liebeskummer, Dating bin ich zu folgender Erkenntnis gekommen. Es gibt in Wirklichkeit nur zwei schlagausgebende Trennungs- oder Scheidungsgründe. Und diese zwei Gründe sind uns in der Gesellschaft nicht bewusst. Wir können sie nicht wahrnehmen. Aber wenn wir sie erkennen können, dann gibt es Möglichkeit, unsere Beziehungen, unsere Liebe, unsere Familie zu retten, rechtzeitig zu retten. Was sind das für Trennungsgründe? Der Trennungsgrund Nummer 1 ist Sex vor Eheschließung. Es klingt banal, es klingt altmodisch wie im Mittelalter. Viele möchten mich jetzt fragen, was soll das heißen, Lina? Sex vor Eheschließung. Sollen wir jetzt Sex haben, erst dann, wenn wir eine Familie gründen? Das behaupte ich nicht. Aber Sex vor Eheschließung. Wie passiert es eigentlich? Vagina und Penis lernen sich kennen. Und es ist schön. Und Sex. Und jeden Tag. Und dann kommt diese sexuelle Anziehung, dieser sexuelle Trieb, Sexualtrieb. Und man sieht den anderen oder die andere schon durch rosarote Brille. Und man denkt, oh, ich will immer diese Frau, ich will immer Sex mit ihr. Ja, dann liebe ich sie wahrscheinlich. Das heißt, diese Verliebtheitsphase ist sehr gefährlich. Denn sie basiert auf einem Traum. Auf irgendwie auf etwas, was wir uns ausgedacht haben. Und diese Verliebtheitsphase dauert ungefähr 18 Monate lang. Deswegen empfehle ich jedem Paar, die heiraten wollen oder eine Familie gründen wollen oder eine Beziehung beginnen möchten,
18 Monate lang abzuwarten, einfach so einander zu treffen und beobachten. Nach 18 Monaten, wenn der Sexualtrieb nachlässt, sieht man den Partner mit anderen Augen eigentlich, denn die Schmetterlinge sind nicht mehr im Bauch, sind schon weg, futsch, die rosarote Brille ist weg und hier können wir nüchtern und realistisch denken. Das heißt, wenn wir in dieser Verliebtheitsphase eine Beziehung beginnen, dann hat sie mit der Realität nichts zu tun. Denn Basis ist der Sexualtrieb, Vagina und Penis fühlen sich gut und auf dieser Basis gründen wir eine Beziehung. Auf diesem Fundament bauen wir das Haus der Familie, das Haus der Beziehung und das darf so nicht geschehen, denn nach 18 Monaten ist die Libido weg. Dann bröckelt dieses Fundament und das Haus wackelt. Das heißt, die Beziehung wird schwach und oft gehen Paare auseinander, aber manchmal ist es schon zu spät. Die haben gemeinsame Kredite aufgenommen oder Hypotheken oder haben angefangen, ein Haus zu bauen oder noch schlimmer, sie haben schon ein Kind auf die Welt gebracht. Deswegen abwarten. Natürlich kann man Sex vor Eheschließung nicht ausschließen. Es geht nicht in unserer Zeit. Aber wenn Vagina und Penis so ineinander verliebt sind, abwarten bitte. Ein bisschen abwarten, bevor wir eine Beziehung beginnen mit diesem Menschen. Der Grund Nummer zwei ist das Recht, eine Scheidung einzureichen, wann man will. Das bedeutet, für die Scheidung kann man verschiedene Gründe finden. Es gibt verschiedene Gründe, ich habe sie schon aufgelistet, Emotionslosigkeit, Gewalt und so weiter. Obwohl Gewalt, da muss man auch aufpassen, ich kenne Fälle, wo Ex-Frauen ihre Ehemänner umsonst einfach so beschuldigt haben, dass dieser Mann sie geschlagen hat. In Wirklichkeit hatte das nicht gemacht, aber die Frau bekommt immer recht. Hier sollte man auch aufpassen. Und einen Grund für Scheidung kann man ziemlich schnell ausdenken. Stimmt das? In Wirklichkeit ist der Grund Nummer zwei, das ist das Recht, eine Scheidung einzureichen. Wenn ich will, kann ich die Scheidung einreichen. Stimmt, das ist zu leicht gemacht in unserer Gesellschaft. Aha, wir schlafen nicht mehr zusammen, wir haben seit 6 Monaten keinen Sex, ja, dann gehe ich und reiche die Scheidung ein. Ja, wir streiten oft, dann gehe ich zum Gericht und reiche die Scheidung ein. Aha, wir verstehen einander nicht mehr gut und mein Mann ist irgendwie distanziert, ah, dann reiche ich die Scheidung ein. Es ist zu leicht gemacht für uns. Früher, natürlich war es komplizierter bei unseren Vorfahren, bei unseren Großeltern, denn das war offiziell ein Fiasko, das war eine Niederlage, wenn ein Paar eine Scheidung eingereicht hat. Und deswegen sollte, ich finde, es sollte nicht so leicht sein. Irgendwie wäre es gut, dass das Recht uns es nicht so einfach macht. Sonst, oh, Scheidung einreichen. Es hat nicht gepasst. Na klar, oft passt es nicht, wiederum, weil der erste Scheidungsgrund vorhanden ist. Das heißt, wir bauen unsere Beziehung auf dem Fundament vom Sexualtrieb auf. Es sieht ungefähr so aus. Zwei Geschlechtsorgane beginnen eine Beziehung aufgrund vom Sexualtrieb. Und wenn die Libido futsch ist, dann können sie sofort eine Scheidung einreichen und sie werden sofort geschieden. Zurück bleiben emotionelle negative Erfahrungen, oft finanzielle Ruinen. Oder manchmal sogar unglückliche Kinder.
Deswegen wäre es gut, diese zwei Scheidungsgründe zu erkennen und zu berücksichtigen in jeder Liebesbeziehung. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt, was ich damit meine. Was denkst du über dieses Thema? Schreibe bitte deine Kommentare unter diesem Video. Ich wünsche dir alles Liebe, tschüss und bis bald.